Oh, Jobs plus 15 Nahrung aus Sternenbasen kostet. Oh, Alter! Also dieser Weltraumstrom ist echt nicht leise. Biffhaft tritt der galaktischen Dings bei. Eieiei. Biffhaft. Technological acquisition successful. Biffhaft wieder. Jo. Jo. Jetzt habe ich eine gratis Neutronium-Armor bekommen von den Deadsnets. Das ist sehr schön. Eigentlich automatisch, wenn ich sie in den Orbit zurückschicke? Den galaktischen Verteidiger, was? Das galaktische Verteidiger. Wir verletzen das galaktische Gesetz neutrale Verteidiger. Was zum Teufel? Zu viele Militärs? Oder eher so gesagt zu wenig. Oder zu wenig. Oder zu wenig, ja. Dann wirst du unter einem gewissen... 320 von 340. Wie viel? 320 von 340. Hm. Ja, dann hover einfach mal bei dir über die, im Senat über dein Zeug drüber, dann weißt du, was es ist. Sich ohne angeheuerte Söldnerflotte im Krieg zu befinden, ist verboten. Was? Ich meine, ist kein Problem, ich hab hier Söldner, aber... Was? Yes! Ja, aber genau das ist jetzt... genau das ist jetzt verboten. Gründe, warum ich den Beschluss eigentlich abgelehnt habe, aber... trotzdem die ganze Galaxis dafür war. Gut, ich habe ihn auch abgelehnt. Also ich habe ohne ignoriert, mir war es egal. Okay. Technological acquisition successful. Ich gehe mit meinen Söldnern hier rein. Ich habe ja zwei. Ich habe auch Söldner die ganze Zeit Söldner dabei. Ich habe keine Söldner. Ich kann keine Söldner holen. Nicht? Ah. Nö. Armes Duft. Ja. Stimmt, das ist ja für dich echt nicht blöd. Also, ist ja, also du darfst das ja gar nicht haben. Ja. Ist ja, ich meine, klar, du könntest natürlich, wo Söldner sind, das Ding übernehmen. Dann hast du, glaube ich, welche, oder? Dann bist du der Mäzen automatisch. Bin ich mir nicht mal sicher. Okay. So, wir werden mal einen Gesandten wieder zuweisen. Das habe ich verpeilt. Naja, ich kann ja gleich mal gucken, ob ich auf diesem galaktischen Rad raustreten darf. Dann stört's mich nicht mehr. Warum? Ach so, deswegen komme ich da nicht hin. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Oh, lol. Irgendwas ist hier passiert, dass ich hier was verloren habe. Hier ist ein Ding frei. Hä? Na, ist egal, ich muss mir das einfach gleich... aneignen. Erbärmlich. Das ist sehr gut. Ach, dann haben die meine Söldner geholt, oder was? Deswegen waren die plötzlich so voll. Krass. Voll. Das kann sein. So, was ist hier los mit meinen Energiekrediten? Construction complete. Die Produktion läuft. Ich könnte Nahrung verkaufen. Was bauen wir denn hier schön? Auch zwar die halbe Galaxis nicht, aber hey. Seid ihr da unten immer noch mit denen im Krieg oder ist euer Krieg da unten? Ja. Ja. Der läuft noch. Die Planeten müssen halt auch noch besetzt werden. Okay.
Ja, alles gut. Ich wollte nur wissen, was ich jetzt hier oben treibe. Planetary Pacification Protocols initiated. Ah, jetzt weiß ich, was ich tun wollte. Ja, das ist das gleiche. Wir können da uns beim Glück groß sein. Ach, L steht für Lenkwaffe. Scheinbar. Technological Acquisition Successful. Interessant. Ja, das macht auch Sinn. L für Lenkwaffen. Mhm. So. Und nachdem Joe jetzt anfängt, seine Welten zu Gaia terraformieren, werdet ihr euch freuen, was ich tue. Du zerstörst hoffentlich meine Terraformieren. Nein. Ich beginne damit, Maschinenwelten zu bauen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, viel Spaß. Ich mach Gaia-Welten, du machst alles klar. Gut. Ja, ja, warum nicht? Ein paar Maschinenwelten, macht Spaß. Nope. Spaß. Schön. Happy Maschinen, Funtime. Plottervolle Stärke. Cool. Die Pliff-Pluff. Die Pliff-Pluffs. Pliff-Pluff. Was ist mit dem Bluff-Bluff? Die haben mir heimliche Treue geschworen. Ja, yeah. Oh, oh. Mir hat auch irgendjemand heimliche Treue geschworen. Es war nur ein, okay, wenn ich jetzt denen den Krieg erkläre, wem erkläre ich noch den Krieg? Gut, Stat kann ich ignorieren, weil Stat ist gerade in einem anderen. Ja, vor allem, ich habe auch so viel Gegner dagegen zu setzen. Gegen mich? Ach. Ja, wohl. Kannst du überhaupt was dagegen setzen? Ich kann von der Seite, von der Frontseite mal fröhlich winken und lächeln. Ich bin jetzt bei 107. Was? Aus 107. Flottenstärke. Ach, das ist ja süß. Ist naja, ich hab 3 Kriege, Alter. Alter. Alter! Ich will immer noch. Da hab sogar ich's geschafft, mehr zu kriegen. Im Laufe der Zeit. Wegen Krieg und so. Ja. Krieg halt immer, wenn ich ein Schiff baue. Boom. Ground Invasion Units have achieved all of the einfach boom. Was boom ich mal. So ein Scheiß aber auch. Und es hat Zoom gemacht. Ach, den Krieg da unten beim Beenden, das wäre ganz geil. Ja, ja, wir sind dabei. Aber der Krieg hier unten sollte dich eigentlich am wenigsten tangieren, denke ich. Tu da auch mit der Ruhe, mein Freund. Immer mit der Ruhe. Oh, das war jetzt irgendwie... Er tangiert mich aber. Ganz schwere Doll. Cool, eine Schlachtschiffe schicken. Piratenflotte schon wieder. Oh, ich muss mich bombardieren. Und zwar fett. Jabba oder Django? Hoch? Naja. Wer ist das denn? Django oder. Warum haben wir mit den Erleuchtern? Ach ja, mit den Erleuchtern beim Krieg wegen den Erleuchtern. Ja, ich verstehe. Ja, ja, deswegen habe ich ja gesagt, ignoriere mich einfach. Ja, das habe ich offensichtlich getan und direkt wieder vergessen. Zu gut ignoriert. Oh. Im Ignorieren bin ich Weltmeister. Man merkt's. Das ist ein ziemlich unglücklich. Das ist ja doof. Jetzt wollen wir mal gucken. Sati. Technological Acquisition Successful. Du warst die. Ach, du warst die Dir. Die Dir warst du, ne? Ja, ich war die. Ja. Und ich bin Action complete. Ja. Zusammen sind wir ein Deal. Schwierig. Ah, alles klar. Okay, okay. Ich musste mich dir unterwerfen. Keine weiteren Fragen. Sehe ich genauso. Mhm. Ihr wollt auch einfach nur den Flachwitz aus dieser Galaxis tilgen. Wer bin ich?
Nein, eigentlich tangierst du mich gerade gar nicht. Ich habe gerade ganz andere Pläne als dich. Oho. 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 Vor allem die, die da gerade meine Station angreifen, die ja für dich. Tangieren die dich ja wenig. Nur minimal. Hast Planetary Alert. Blocker expunged. Nee. Vor allem, weil ich da eh rumfliege. Ach ja, ein Forschungsschiff. Ich weiß nicht, warum ich so viele Credits verdient habe. Ich habe noch Regierung, den ich verkauft. Was? Wenn man Regierung verkauft, verdient man Credits? Nee, man kriegt Credits. Eine ganze Menge. Nicht so wenig. Also Credits, ich habe schon wieder 140.000. Ich kann mir mal ein paar Legierungen kaufen. Ja, mach das. Ja, bitte. Technological acquisition successful. So. Ich meine, ich könnte auch zur Krise werden, ne, aber... Oh, war nicht realistisch. Immer diese Krisenleute. Das ganze Spiel ist für mich eine Krise. So, warte mal, das ist meins, ne? Planetary Alert. Blocker expunged. Ah, die gehen schon gut kaputt. Planetary Alert. Blocker expunged. Wie viel denn noch? 560, Alter. Das kann ja nur noch ewig dauern. Was will der machen? Mineralien? Gib 2000. Will Legierung. Right? Ich möchte 2000 Legierungen und gebe dir 20.000 Mineralien, falls du es nicht gerade richtig gesehen hast. Nee. Aber okay. Dann nicht. Ich dachte, du hast zu viele Legierungen. Nee. Nein. Ja, weil du gerade welche verkauft hast, was du gesagt hast. Ja, aber pro Monat. Absolut. Ich hatte einen dauerhaften Vertrag gemacht für monatlichen Verkauf. Für so. Also, falls jemand zu viele Legierungen haben sollte, ich nehme sie gerne. Mhm. Ja, ich glaube nicht. Ich baue sie gerade die ganze Zeit um meine Planeten rumrum. I don't think so, Tim. Also ich kaufe mir die meisten die ganze Zeit, also eher weniger, nein. Ja, und deswegen muss ich produzieren, weil ich die nicht kaufen kann, weil es zu teuer wird. Oh. Das ist hier jetzt nicht mein Materie Problem, verkaufen. Ne? Alert. Non-standard space entity encountered. So. Dem muss ich natürlich zustimmen, aber. So. Was ist denn der aktuelle Preis für Einmal-Legierung? Was letzte Preis-Legierung? Einmal-Legierung 19. So. Wen habe ich da jetzt noch als Gegner? Oh, die Schöpfer Technological Acquisition Successful. Ja, weil ich das einfach nicht gebacken bekomme bei Kriegern. Das ist mir. Ja. Bis Videos Battle Teams, was sind denn die da? Hin und wieder sind auch mehrere Fronten zu viel. Warum bleibt meine Armee eigentlich ständig auf diesem Planeten sitzen, wenn sie fertig ist? Ich finde es gerade lustig, ich kann den einen Planeten nicht einnehmen, weil da ein Orbitalring drüber ist, der als mir gehörig angesehen wird. Na, super. Okay.
Das ist, ich auch schon mal. Aber er gehört doch uns. Nein, du Orbitalring. Aber der Planet... Nein. Ja, genau so. Na dann, okay. Ich mach mal die... Das wird abgelehnt. Verstärkung. Irgendwas. Hä? Ah, nee. Hä, hey, warum hab ich denn... Ich dachte, ich hatte Titan zur Auswahl. Den nicht gemacht. Aber Titan ist eine gute Idee. Ich sollte mal... Sollte meine, mal meine Flottenkapazität erhöhen, dass ich mal mehr als 4 Titanen bauen kann. Nein. Also die werden... Ah, neue Station hier unten. Nein? Sind 4 Titanen wohl schon genug, oder wie? Planetary Pacification Protocols. So, ich wollte die initiated. Also nicht, wenn man nicht noch einen Juggernaut bauen kann. Nee, die habe ich noch nicht. Hehe. Das heißt hier hehe. Sag da einfach he. Einfach mal sagen. Problem. Also nee, das geht ja mal ja nicht hier. Das ist jetzt nicht viel. Kann ja wohl nicht annehmen. Das ist nicht okay. Das kann doch ohne Wurzenschwellen sein hier. Hier bleibt da drüben. Was soll denn die Scheiße? Jetzt hab ich. Ah, okay, die da können wir. Technological acquisition successful. Wie viele Trümmer habe ich denn jetzt? Da haben wir noch Trümmer, da haben wir noch Trümmer, überall Trümmer. Alert. Non-standard space entity encountered. Ah, der Sturm löst sich. Weltraumsturm-Einheit D6 hört sich auf. Tschüss, Sturm. Ich glaube, der Weltraumsturm wurde entweder nach den Silikrons oder meiner Rasse benannt. Keine Ahnung. Deswegen hieß die D6, Einheit D6. Keine Ahnung. Wir haben einfach schon Warp-Antrieb. Ist hier los. Oh, wie lange soll denn der Krieg da unten jetzt noch dauern? Sati, dein... Ja, das ist Planeten, der geht schneller. Das ist dein Befreiungskrieg. Ich weiß, aber ich habe nur eine Truppe zum Planeten besetzen. Dann baue dir mehrere. Die packe ich eh nur zusammen. Jetzt eine 250k-Flotte. Wo kommt die denn her? Hast du eine Enklave? So, meinst Gegner oder was? Nein, Herr. Die Frage haben die denn klar. Das ist das Astral her. Das war mal meine Flotte. Ja. Ach, fickt euch doch, ich hab keinen Bock mehr. Ach Gott. Rage Quit. Nun denn. Ja, so habe ich mich gefühlt, als meine Bio-Truppen das erste Mal rebelliert haben. Ach, hier oben geht's ja ganz schön, ganz schön ab. Was ist hier denn los? Das sehe ich jetzt erst. Ich war die ganze Zeit hier unten beschäftigt bei dem Krieg hier unten und bei mir. Ja, ich auch, aber hin und wieder gucke ich mal ganz nach oben und stell fest, Upsala. Die Radaris sind, werden immer weniger. Oh, ich sehe gerade, dadurch, dass ich... Ich wollte ja eigentlich nur oben die Vasallen da vassalisieren, ne? Jetzt fühle ich gerade einen Krieg darum, dass ich da die ganze Nation, also auch die Technizid vassalisiere. Ups! Naja, kennt ihr schon. Die Technizid kannst du gerne vassalisieren, solange die dann mir nicht direkt die Grenzen schließen. Die können sich dann ja entsprechend mit dem... nachdem wir dann Friedensvertrag haben, ist dann sowieso... Stimmt, ja. Ja, und dann können sie mir ja erstmal die Grenzen nicht schließen. Wenn die dann meine Vasallen sind, dann kriegen die auch keine unabhängige Diplomatie. Okay. Das heißt, ja. Technological acquisition successful. Was haben wir da noch entdeckt? Ach, jetzt kenne ich auch den Nachbrenner. Planetary Pacification Protocols initiated. Sehr gut. Das ist ein netter Vorschlag, der gefällt mir.
So, wo ist meine zweite Flotte? Weg. Somebody.